Spermien sind reife männliche Keimzellen. Die Vereinigung mit der weiblichen Keimzelle, auch Eizelle genannt, führt zur Befruchtung. Die Samenkanäle der Hoden produzieren Spermien in großer Zahl. Die Anzahl der Spermien pro Ejakulat liegt zwischen 70 Millionen und einer Milliarde. Sie sind wesentlich kleiner als die zu befruchtende Eizelle. Das Spermium hat eine Länge von 60 Mikrometer. Die Eizelle besitzt einen Durchmesser von bis zu 0,14 mm. Nur einige hundert Spermien gelangen über den Eileiter zur Eizelle. Das Spermium besteht aus einer begeißelten Zelle mit einem haploiden, also einfachen Chromosomensatz. Der Chromosomensatz trägt entweder ein X- oder ein Y-Chromosom. Somit bestimmt das Spermium, ob bei der Befruchtung der Eizelle ein weibliches oder männliches Lebewesen entsteht. Auf der Vorderseite des Spermienkopfes befindet sich das Akrosom. Das Akrosom ist unterschiedlich geformt und enthält hydrolysierende Enzyme. Das sind Actrosin, Esterase, Hyaluronidasen und saure Proteinasen. Die Enzyme sind entscheidend beim Auflösen der Schutzhülle der Eizelle. Nur so kann das Spermium in die Eizelle eindringen und diese befruchten. Hinter dem Spermienkopf liegen die Mitochondrienpakete. Sie sind das Kraftwerk des Spermiums und liefern die nötige Energie für die Geißelbewegung. Des Weiteren besteht das Spermium aus der Plasmamembran und Zentriole. Das Spermium reift etwa 10 Wochen heran und kann etwa einen Monat im Hoden überdauern. Es gibt drei Arten von Spermien: Spermien zur Befruchtung, unbewegliche Spermien, die fremde Spermien den Weg blockieren, und Killerspermien, die fremde Spermien angreifen und abtöten. Vor und während der Pubertät entstehen aus Stammzellen im Hoden Spermatogonien. Diese teilen sich mitotisch. Daraus entstehen A-Spermatogonien und B-Spermatogonien. Nach der Pubertät differenzieren sich B-Spermatogonien zu Spermatozyten erster Ordnung aus. Diese teilen sich meiotisch, woraus jeweils zwei Spermatozyten zweiter Ordnung hervorgehen. Diese teilen sich meiotisch, woraus jeweils zwei Spermatiden hervorgehen. Aus einem Spermatozyt erster Ordnung sind vier Spermatiden entstanden. In der Spermiogenese reifen die Spermatiden zu Spermien heran.